Um die Leerheit anhand schlüssiger Argumente zu begründen, unterzieht Nagarjuna die Vergänglichkeit der Phänomene einer strengen Analyse. Nur weil die Phänomene in ihrer Abhängigkeit von bedingenden Faktoren gänzlich leer sind, so argumentiert Nagarjuna, können sie entstehen und vergehen. Nur weil sie leer sind, ist die Überwindung des Leidens durch die vier edlen Wahrheiten sowie das Beschreiten des edlen achtfachen Pfades zur Erlösung überhaupt erst möglich. Wären die Phänomene nicht leer, das heißt, existierten sie aus sich selbst heraus, gäbe es keinerlei Entwicklung in der Welt, alles wäre vollkommen statisch, unveränderlich, gewissermaßen eingefroren in der Unendlichkeit. Die Dinge wären unverursacht und, da sie für ihr Dasein keinerlicher Stütze benötigten, in Ewigkeit erstarrt. Doch dies lässt sich mit der Beobachtung des ständigen Wandels in der Welt nicht vereinbaren. Nirgendwo finden sich unvergängliche Dinge. Und daher schlussfolgert Nagarjuna, finden sich nirgendwo Dinge, die nicht leer sind. Zitat: Alle Dinge sind ohne Eigensein, weil man an ihnen Wesensveränderung sieht. Aufgrund der Leerheit aller Dinge gibt es allerdings kein Ding ohne Eigensein.